Miro, du darfst einmal einen Shot trinken. Liebe Zuschauer, dieses Video ist eventuell für Leute, die ohne Humor leben, nicht geeignet. Da wird immer leise geöffnet, immer richtig leise. Ja! Dinger, ich hab dir doch von Miro erzählt, der doch mit mir auch mal GTA noch zocken wollte und da auch Videos machen wollte. Mit dem mache ich gerade ein paar Videos. Spezielle Anweisung jetzt, wenn unsere Kamerafrau sagt, die Lacholaute war bis jetzt am lautesten, das musst du selber abschätzen, dann kommt der ekelhafte Shot, behaupte ich jetzt mal. Nein, der ist richtig gut sogar. Ja, für dich vielleicht. Ja, aber du hast noch nie mal probiert. Lach einmal und dann wirst du sehen. Das muss eine laute Lache sein, aber vielleicht schaffen wir es. Du lachst sowieso am lautesten. Ich? Bitte? Jetzt muss ich echt an dieses Mädel denken. Alter. Ey, musst du ja nicht einen kurzen trinken? Ging doch akzeptabel, was? Ah nee, das ging doch akzeptabel. So leck ist bei mir auch bei Call of Duty. Das ist aber schon vom Video, oder? Diese ja. Hänger. Okay. Sagen Sie mal, Nachbar, müssen Sie mir denn die ganze schöne Natur voll scheißen? Können Sie nicht drin hacken? Sicher kann ich. Sie kann nacken. Aber ich will nicht. Drin kann jeder. Ich kann auch draußen überall scheißen, wo ich will. Im Garten scheißen. Im Auto. Am Nordpol. In Amerika. In Amerika, Nordpol, in Amerika, Auto, in Amerika, Garten, bei Amerika, Amerika, Lohn. Und ich bin mit der ganzen Welt ver... Ich bin mit der ganzen Welt ver... Miro, du darfst einmal einen Shot trinken. Was, ich einen Shot? Was? Wieso ich? Aber Shot? Sowas von. Geh mir runter mit dem Zeug. Oh mein Gott, ey. Trink jetzt. Ja, aber du musst Bier mitnehmen, du hast auch gelacht. Ich hab noch nicht mal. Ach so, halt. Bei dir kommt der Shot auch noch, keine Sorge. Was? Der Shot bei dir später. Ja. Also dann. Kritisch. Nein. Schissparty um 20 Uhr im Bärstädter Bahnhof. Jawohl, ne? Gehen Sie hin. Mirolein, du darfst nochmal. Was muss ich? Du hast nochmal einen Shot. Ein Shot? Ey, wollt ihr mich abfüllen oder ja, was? Du kriegst meinen Shot vor Wochen. Hat er gar nicht gelacht, oder? Dezent, komm so. Ja. So ehrlich bin ich. Prost. Ja, echt, wenn du den Film kennst, den aus der Kindheit, und der sagt LOL. Richtiger Abschub. Ja, ohne Witz. Informiert mich jederzeit und gratislos. Was soll das? Oh. Augenblick. Eine neue Message auf WhatsApp. Hier, Hitler. Das ist Karl-Heinz. Ich soll ihn anrufen. Ganz schön scheiße, Ägyptische Verschwörer. Also, ich. Sie, Herr Lustig, Sie sind nicht informiert. Sie sind nicht modern. Sie sind scheiße. Der moderne Mensch ist ständig mit der ganzen Welt verbunden, ist überall erreichbar. Überall erreichbar. Die Technik macht's möglich. Die Technik, Tadeus. Also, ich brauche kein Telefon.
Monster. Ey, nur diese scheiß Deutschlandfans, Alter. Aber diesmal. Ja, aber sowas von. Robbe, viel Spaß. Wir müssen gerade wissen, Zuschauer, zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade das Video schauen, hat Deutschland frisch gegen Dänemark, glaub 2-0 gewonnen, warst du, ne? 2-0, ja. Und jetzt kommt der Scheiß und dann der. Jetzt. Bedeutete Sieg. Okay, ich bin immer am Dauergrinsen die ganze Zeit, Alter. Ja, und dann noch eine Papierrolle aus so einem kleinen Brettchen, Batteriebrettchen, 4,5 Volt, ein paar Brettchen und ein Brettchen, ein ganz einfaches Brettchen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann klingelt es nicht, ne? Dann bewegt sich der Filzer hier. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ich muss ihn aber vorher anrufen. Jo, ich will nicht schon wieder trinken gleich, Alter, da krieg ich ja mal. Damit. Die Schnauze, Alter. In dem Sinne Gleichstand. Ja. Ja, was heißt es jetzt? Beide saufen. Und einen Schluck von unserer Dose. Oh ja. Schon dann ballert es so richtig. Oh Junge, leck mich ab. Prösterchen. Oh Alter. Oh, ich finde das so ekelhaft, diese Haselnuss, ey. Schmieren damit. Ich hasse Nüsse. Auch noch Likörnuss. Du hast doch Nüsse. Ja, hasse ich ja. Mit Doppelhess. Fisch mich. Telefonhörer. So was kriegt man umsonst. Vom Schrottplatz oder vom Schrottplatz, damit der Nachbar auch an seinen Schrottplatz geht, muss ich mir erstmal anrufen. Herr Lustig, stecken Sie sich Ihre Basteleien in den Arsch. Miro, es tut mir leid, aber du musst. Ja, ich jetzt schon wieder. Jetzt lacht er sich dafür aus, weißt du, ich meine. Kauft sich endlich ein Telefon. Runter mit dem Zeug. Da kriege ich die Krätze. Oh, ohne Witz, ich bin so besoffen schon. Kaufen Sie sich endlich ein Telefon. Komm, ey, das Tier jetzt aber nicht. Ich gehe kurz zurück, warte. Wieder mit. Königsallee. Fehlerallee. Hier das optimale Schnurlos des 7043D mit automatischer Wahlwiederholung. Die Werberschramm mit automatischer Wahlwiederholung, optischer Anruf, ein Zeichen und Wartemusik. Das gibt's auch im Dunkelgrün. Nein, nein, ich hätte ein ganz normales Telefon, ein schwarzes, mit einer Scheibe, wo man den Finger reinsteckt und so die Scheibe. Finger? Nee. Mit einer Scheibe.
Wenn er eine. Wenn er eine. Wenn er eine. Und wenn nun jeder mit jedem ficken wollte, was? Scheiße! Fuck off! Oh Gott! Also das ist kurze des Todes, Mann! Hey! Monstershot! Whisky! Dann brennt es wie Weihwasser! Hasch! Geht noch ein paar so und so. Ich weiß nicht, ob es aussah. Und so und so und so und so und so. Und so. Oh, das wird voll. Und so, das wird sogar sehr voll, das wird chaotisch. Und so, so, und meine Güte, so viele Leitungen. Nee, das klingt ja gar nicht, gar nicht. Bevor es zu Ende geht, ey. Nein. Ich bin Profi. Na, ernst. Also, das war jetzt die zweite Folge. Try not to love or try not to drink. Verstehst du mich? Ja. Noch bin ich nicht dicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und Peace!